Ja, und auch der Stadtfestsonntag. Er zog wieder viele tausende Besucher in die Zwickauer Innenstadt. Der Vormittag zeigte sich zunächst noch warm und freundlich. Somit stand einem wieder gut besuchten Gottesdienst auf dem Hauptmarkt nichts im Wege. Wir sind so frei, lautete in diesem Jahr das Motto des ökumenischen Gottesdienstes, der auf dem Zwickauer Hauptmarkt traditionell den Stadtfestsonntag einläutet. Gestaltet wurde er in bewährter Weise von der evangelisch-lutherischen Kirche, der evangelisch-methodistischen Kirche, der Herrenhuter Brüdergemeinde sowie der römisch-katholischen Kirche. Wer in den Vorjahren dabei war, bemerkte einiges Neues. Der Gospelchor hatte einen nagelneuen Song zum Mitsingen dabei und so stand das Publikum vor der Aufgabe, gemeinsam mit dem Chor ein neues Halleluja gut klingen zu lassen. Die musikalische Leitung hatte Kantor Matthias Grummet. Die Kollekte des Gottesdienstes unter freiem Himmel erbrachte in diesem Jahr einen Erlös von 3.742,95 Euro sowie 100 tschechischen Kronen. Das Geld ist für die kirchliche Hilfe von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Region bestimmt. Auch kulturell war am Sonntag noch mal jede Menge auf den drei Stadtfestbühnen los. Manch einer genoss bei einer Fahrt mit dem Riesenrad den wunderschönen Ausblick über unsere Stadt oder verweilte an einem der zahlreichen Imbiss- oder Getränkestände. Bunt gemischt war das Publikum, das am Abend an die Hauptmarktbühne gekommen war. Mit der Band Firebirds hatten die Veranstalter zweifellos ein gutes Händchen. Schon bei den ersten Klängen der Leipziger Rock'n'Roll-Band, die Songs der 50er und 60er Jahre covert und neu interpretiert, zuckte es den Gästen in den Beinen und so mancher wagte gleich vor Ort ein Tänzchen. Regenschirme und Jacken hatten die Stadtfestbesucher zwischenzeitlich abgelegt und bei angenehmen Temperaturen um die 20 Grad klang der letzte Tag des Zwickauer Stadtfestes bei Musik der Firebirds dann aus. Die Veranstalter zogen ein positives Resümee der vier Tage. Alles verlief friedlich und es gab keine größeren Vorfälle. Damit wird es wohl alsbald in die Vorbereitung des nächsten, 15. Stadtfestes im kommenden Jahr gehen. Und das ist ja dann ein kleines Jubiläum. Der Termin steht bereits fest. Am 3. Augustwochenende, also vom 18. bis 21. August 2016, findet die große Stadtsause statt.